Einen wunderschönen guten Abend und recht herzlich willkommen zu Oriental Night. Wie funktioniert eigentlich Schattenboxen? Ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, wenn man Boxern zuguckt, wie sie quasi vom Spiegel üben, sieht das irgendwie ein bisschen bekloppt aus. Aber darüber werden wir uns heute Abend unterhalten. Dafür gibt es bestimmt auch eine besondere Technik. Zwei tolle Sportler bei mir auf der Couch, denn bald ist es wieder soweit. Am 2. April findet wieder Boxen im Norden statt, in der großen Freiheit 36, ja, dem Kultladen schlechthin auf dem Kiez. Und da erwarten wir euch, denn diesmal geht es nämlich auch um einen WM-Titel, genauer gesagt um den WBF-Titel. Ja, der ist ja aktuell vakant, kein Problem, der Titelträger sitzt hier. Also nur zur Info, so sieht er aus. Das ist der junge Mann, nämlich mit dem Cap, Rafael Bejaran. Und außerdem freue ich mich auf Sebastiano Losito. Hört man, ne? Ich bin nämlich Ringsprecher. Ich darf das ja sagen. Und das Geile ist, diese beiden Namen spreche ich wirklich gerne aus, weil die haben so einen tollen Klang. Ja, wenn man so sagt, Sebastiano Losito. Das klingt natürlich so cool. So, und da kommt er sogar gerne reingelaufen. Ansonsten kommt er eigentlich nicht. Und Rafael ist natürlich eigentlich so unser Tiger und ich freue mich auf seine Chance. Ja, dieses Jahr, nach 2 Jahren Pause, hat er dann wieder 2 Jahre voll durchgezogen, war irgendwann mal auf Platz knapp 400, schieß mich tot, kein Scherz, und ist jetzt unter den Top 10. Ja, und ist quasi somit auch Titelanwärter. Also, es wird auf jeden Fall ein spannender Abend. Nicht nur am 2. April, sondern auch heute. Ich dachte, ich mache mal heute ein bisschen mal Freestyle. Ja, so wie es meine Boxer und meine Gäste auch gerne tun. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich vom Herzen. Und Sebastian, du kannst die ganze Zeit nicht erwarten. Ich glaube, erst nur wegen meinem Tee in der Sendung heute. Ja, ja. Unter Freunden trinkt man Tee, denke ich hier. Ne? Also. So, ist das auch so in der italienischen Kultur auch? Da muss ich einen Kaffee einschenken. Ja, aber ist okay. Ach so, ist okay. Bei dir trinkt man Tee, das ist gut. Das ist so in Ordnung. Ich glaube, ihr beiden dürft heute Tee zwar trinken, aber ohne Zucker, oder? Richtig, ja, ein bisschen. Wir achten auf unser Gewicht, so, auf unsere Linie. Ja. Danke. Auf unsere Linie. Ohne Zucker. Ohne Zucker. Aber finde ich gut, weil wir müssen Geld sparen im Sender. Wir haben wenig Zucker. Der Zucker, die sechs Stück, die wir da haben, haben wir, glaube ich, seit 2 Jahren. Kann das sein? Irgendwie bieten wir es jedem Mann und sagen, bitte keinen Zucker. Warte mal. Kein Scherz, pass auf. Ich zähle heute 2, 4, 6. Iki, dort, alte. Warte mal, wie viele sind denn das? 4, 8, 9. Original, ich hätte vom Jahr 10 sollen, da waren es auch 9. Ich sag immer den Leuten, bitte keinen Zucker. Weil wir haben keinen, es ist nur Deko. Weißt du, es ist wichtig. Ja. Seid ihr, wie geht's euch? Seid ihr nervös so kurz vor? Ist ja nur noch ein Monat, knapper Monat. Bist du ein bisschen nervös? Ja? Also es ist immer die gleiche Vorbereitung. So, wir sind jetzt in der Sparringsphase. Wir kriegen ein bisschen, geben ein bisschen Schläge. Aber uns geht's gut und wir freuen uns, denke ich, auf unseren Kampf. Ja? Ja. Und du bist Ich auch. Vorbereite meine Trainer, Sparringpartner, alle bereit. Aber du bist ja, ich meine, im Vergleich zu mir, du hast ja noch neben dem Sport ein bisschen Freizeit, ne? Hast du? Nee, eigentlich nicht so. Also ich, neben dem Sport studiere ich noch und arbeite noch. Also das ist schon ganz schön viel. Ich studiere soziale Arbeit hier in Hamburg und ich arbeite bei einem Verein, der heißt Box School e.V., Verein für Gewaltprävention, und da bin ich an Schulen, gibt da Training, Boxtraining mit Jugendlichen, und ja, das füllt meinen Tag ganz schön aus alles. Okay, dann bist du viel unterwegs. Aber bei zum Beispiel bei unserem Caribbean Tiger, ja, weiß ich, der ist ja nur am Maluchen. Ja, dein Tag fängt um 4 Uhr morgens an? Oder wann geht der mal los? Wann stehst du morgens auf? Nein, ich habe arbeite, ja? Und dann der Feierabend und dann kommt Training. Ja, aber wann stehst du auf morgens? Morgen? Ja. Heute Morgen Training, 2 Mal jeden Tag. Jeden Tag? Ja, wie oft? Zweimal. Aber vorher gehst du arbeiten? Mhm. Das heißt, du stehst... Ich habe jetzt Urlaub. Ah. Und dann, da, von meiner Vorbereitung. Bezahlt Urlaub? Ja, natürlich. Ah, ja. Ich frage ja nur. Man muss ja fragen. Kann auch unbezahlter Urlaub sein. Meine Firma, ja. Also bei deiner Firma kein Problem. Ja. Was machst du, was arbeitest du? Als Getränkemarkt, der Staplerfahrer, ja. Staplerfahrer? Ja. Alter, es kommt mir so, wenn du das so erzählst, ne, kommt mir so wie die Geschichte von Rocky. Weil Rocky, der hat ja damals in seinem Film immer so Schlachterei gearbeitet. Ja. Du brauchst ja keinen Stapelfahrer, machst du selber. Ja, ich auch. Nimmst du die Kisten und... Die Kiste, Fässer. Auch. Fässer? Ja, ich weiß. Ich habe ein Video. Das verarscht du mich, oder? Nein. Ja. Machst du das wirklich mit Fässer?
Ja, 50. Hebst du? Ja. Hat jemand einen Fassler bei ihr? Nee, schade, keiner da. Wollte mal gucken, ob das geht. Hebst du? Ja, ja. Beide. Eine Hand rechts und eine Hand links. Ja, einmal. Und wie viel Mal schaffst du? 10, 9. Echt? Beide, ja. Respekt. Ja. Wow. Okay, aber das heißt, dann darfst du aber jetzt, konzentrierst du dich dann nur auf den Kampf? Ja. Was ich aber auch weiß, zum Beispiel, du bist ja eigentlich im Mittelgewicht, mhm. aber du musst ja eine gewisse Klasse runter wegen deinem Gegner, richtig? Ja. Und super wegen dem Titel. Das ist ja quasi, was ist das? Wie nennt man das? Es ist Superwelter. Superwelter. Ja. Es ist 79 Kilo. Ich habe meinen letzten Kampf, der BBO, ist Mittelgewicht. Mhm. Dann ist 2 Kilo halb unter. Ja. Aber ist das nicht schwer? Weil du bist ja, ich meine, wo soll 2 Kilo weg? Stelle ich mir immer die Frage. Eine gute Diät und dann gute Training. Ist das für einen Sportler, wie soll ich sagen, schwer, nochmal 2 Kilo runter und dann trotzdem noch den Kampf, die Stärke noch beizubehalten? Ja, klappt das? Ja, das Problem ist, ich habe 2 Kilo unter, dann gute Protein, gute Essen und dann habe ich kein Problem. Kein Problem in meinem Gebiet. Also machst du locker? Ja, ja. So, und dein Gegner, der hat einen super geilen Namen. Also ich kenne nur seinen Kampfnamen. Also sein Kampfname von dem Herrn, der heißt, das ist der Bulldog. Mhm. Aber Vornamen kann ich nicht aussprechen. Ich habe schon 20 Mal versucht, ich bin gescheitert. Deshalb kann ich seinen Familiennamen, aber das ist Mulongo. Mulongo, so, ja. Ich habe nur gesehen, so groß. Ist groß. 3,10 Meter ungefähr habe ich gesehen. Ja, ist sehr groß. Aber das ist echt groß. Mhm. Wie viel groß ist denn der? Ich glaube 1 Meter 86. Naja, der ist größer. Meine Gegner? Ja. Ja. 1,86? 1,86. Ich hatte das Gefühl, ja, kommt das hin? Ich hätte gedacht, der ist knapp 2 Meter. So wuchtig, wie der Typ rüberkommt. Sie, weißt du, bei uns in der Türkei sagt man so ein Haiwan. So ein Haiwan, so groß. Groß. Aber ich weiß, er hat langen Schlagarm. Ne? Ja, lange, ja. Das heißt, du musst dann, wenn du gegen so einen kämpfst, musst du ja richtig auf deine Defensive achten, ne? Ja, ich habe einen Plan von meinem Trainer, der Coragevo. Mein Sparringpartner ist auch groß. Mhm. Dann immer wieder arbeite. Das ist ein Plan von meinem nächsten Kampf. Also, ja. Einfach ja, immer. Eine gute Bewegung, ja. Kenn ich immer. Gute Schlaf, ja. Tanzen. Ne? Ja, immer tanzen, ja, immer tanzen. Ja, immer tanzen. Immer tanzen, so. Also ja. Tanzen, so. Tanzen kann er ja. Ich habe gehört, er kann auch sehr gut tanzen. Also sollte bei ihm kein Problem sein. Buyuz Den Herge Ceben, ein Cover von Gülşen. Und das Original, ihr habt ja eben gerade noch Mirkel haben gesehen. Das war der Herr, der da noch sichtbar war und gelaufen ist. Weil der wurde ja berühmt in den 90ern, kein Scherz. Bei diesem Lied, Original, ist er 3,5 Minuten im Videoclip gelaufen. Wie ein Bekloppter, ehrlich. Also das war der Videoclip, er ist nur gelaufen, er ist nichts passiert. Er ist nur gelaufen und deshalb auch Herge Ceben. Also diese Nacht drehe ich durch, so ungefähr sinngemäß heißt es. Wir drehen gemeinsam am 2. April nämlich durch, weil dann darf ich auch mit Stolz verkünden. Das heißt, ich bin ja auch gemeinsam mit den Jungs im Ring. Zum Glück muss ich mich nicht grün und blau schlagen lassen, sondern ich habe die Möglichkeit, ja, Thomas, danke. Man muss auch mal sicher gehen. Ich darf ja nämlich moderativ euch ankündigen und das finde ich ja immer, das macht mir super viel Spaß. Und deshalb übe ich auch an neuen Veränderungen der Vokale und so. Also es wird spannend. Kommt vorbei, schaut euch das Ganze an in der Großen Freiheit 36, denn auch ich bin jeden Tag am Üben. Ich muss zum Glück nicht abnehmen, ganz im Gegenteil, ich habe sogar zugelegt. Und es schadet nicht. Ich kann trotzdem in den Ring. Kein Problem, siehst du? Das ist mein Vorteil. Zu dir. Ja. So, aber du hast ja, was ich immer gerne sage, wenn du in den Ring kommst, reine Weste finde ich ja immer cool. So, wenn man es hat, kann man es auch sagen. Ja. 8 Kämpfe, 8-mal gewonnen. Richtig. So, und jetzt dein 9. Kampf. Wer ist dein Gegner? Gegen wen musst du jetzt antreten? Weil, was ist an dem so gefährlich? Ja, also moin, Hamburg 1, Hamburg. Mein Gegner heißt Georgi Kulelice, der ist Georgier. Und der hat jetzt einen positiven Kampfrekord und dementsprechend, der Kampf ist auf 6 Runden angesetzt. Dementsprechend muss ich mich gut vorbereiten, damit ich den Leuten einen schönen und einen guten Kampf liefern kann.
So, schöner, guter Kampf heißt er für einen Boxer. Am Anfang seiner Karriere sind das ja, man sagt das ja auch immer, Aufbaukämpfe. Mhm. Und sehr oft denken dann immer Zuschauer, komm ey, Aufbaukampf, da stellen sie irgend so eine Gurke hin, weißt du, zwei Runden K.O. und dann geht er nach Hause. Ja. Aber war ja bei dir nie so, also war ja wirklich nie der Fall. Du musstest dich ja schon immer beweisen. Ja, also wir haben ja ein gutes Management bei Boxen im Norden und ich hatte natürlich auch anfangs ein paar Gegner, wo ich so ein bisschen, ja, es ein bisschen leichter erstmal hatte, aber ich nehme an, dass ich jetzt am 2.4. wirklich einen Gegner habe, wo ich auch wirklich ernst machen muss und wirklich 100% konzentriert sein muss und 100% fit sein muss, damit das ein erfolgreicher Kampf wird. Mhm. Wie weit denkt man eigentlich als Boxer jetzt schon? Auch wenn, ich meine, 8 Boxkämpfe, ich will nicht sagen, ist zu wenig, aber zu viel ist es auch nicht. Was sind so die Ziele, Träume eines Boxers, wenn man so noch am Anfang der Karriere steht? Ja, also man träumt natürlich immer vom Maximum, dass man wirklich dann alles schafft und alles ganz glorreich ist. Aber ich bin da immer realistisch und also für mich wäre das schon ein Traum, wenn ich jetzt meine nächsten Kämpfe gut boxe. Und vor allen Dingen, eigentlich würde ich sehr gerne auch Deutscher Meister werden demnächst, wenn das möglich ist. Also ich denke, das ist möglich und mit dem richtigen Training, wir haben beide Trainer, als Trainer Corin Gevor müsste das alles möglich sein. Ja. Der Corin Gevor, wenn ich den immer bei euch in der Ringecke miterlebe und bei den Vorbereitungen des Boxabends, ich habe das Gefühl, das ist so ein Typ, wo man sagen könnte, der ist diszipliniert hoch 10. Ja. Der ist auch sehr, sehr böse manchmal, habe ich das Gefühl. Kann es sein? Na komm, so ein ernster Typ immer, weißt du? Ich sehe den nie freundlich. Also während des Kampfes, also vor dem Kampf und nach dem Kampf ist er ganz lieb. Nein, ich rede seine, weißt du, seine Art so. Ist so ein strenger Lehrer, habe ich das Gefühl. Immer wieder konzentriert, Corin. Das ist dein Plan. Dein Plan, dass alle Bosse, die trainieren von Corin, alle gewonnen. Ja, das ist dein Plan von Corin. Okay. Ja. Corin liebt Boxen. So. Corin ist immer leidenschaftlich und was man auch Corin auf jeden Fall lassen muss, er ist immer ehrlich zu uns. Also für manche ist das dann hart, wenn die irgendwie seine Meinung hören, aber die ist immer ehrlich und das schätze ich sehr an ihm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Kommt es auch, oder ist es schon mal vorgekommen, dass der Trainer etwas gesagt hat, was euch nicht gefallen hat? Wo ihr auch vielleicht beleidigt war? Ja, ich mein's ernst. So, wo ihr sagt, weißt du was, ach, geh doch, was, mach doch, was du willst. Hast du mal gemacht? Nee. Während er das sagt, sieht man seine Augen nicht unterm Cap, ne? Nur mit ach komm schon, Jungs, sag doch mal. Nein? Ehrlich nicht? Ach komm, hast du nie die Tür zugeknallt und halt gesagt, ach Corin, Punkt, 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 ich geh jetzt. Wir haben zu viel Angst, das zu sagen. Also, ist alles in Ordnung. Du sagst einfach, Corin, die Sendung wird übernächsten Samstag ausgestrahlt und nicht nächsten Samstag. Ganz einfach. Okay, machen wir so. Nein, aber Disziplin hin oder her. Ja. Ist er dann so einer, der aber auch ein bisschen in den Boxern Freiraum lässt? Oder musst du nach seinen Regeln und er sagt, nee, so muss es sein und nicht anders? Also, nein, er hat schon seinen Plan, aber was mir immer auffällt, ist, was Corin sagt, ist immer richtig so. Also, es kommt mir immer so vor. Also, wenn ich das mache, was Corin sagt, habe ich immer einen angenehmen Kampf und es läuft alles gut. Also, dementsprechend ist es wichtig für uns, dass wir auf Corin hören als Trainer. Mhm. Ja. Okay, ich krieg nichts Negatives heute hier raus. Ja, bloß ich habe gehofft, dass da irgendwas böses Blut oder so unter Boxern und so, weißt du, böses Blut. Aber funktioniert wohl heute nicht. Eine Frage noch an dich. Sag mal, du bist ja früher. Du hast ja diese 2 Jahre Pause gehabt. In der Zeit hast du nicht geboxt. Das war 2013, 2015, ja. So ungefähr um den Zeitraum. Dann, weil vorher hast du geboxt, diese 2 Jahre Pause und dann hast du wieder angefangen zu boxen. War diese Pause schwer für dich? Oder? Ja, das Problem, das ich habe, der eine Promoter, der Universum Promoter. Mhm. Universum. Ja, Universum. Mhm. Vorbei und dann ich bin ein bisschen Kampf oder nichts, yes, nein. Und dann ich nein, nein, nein. Ich habe eine Arbeit und dann ich gucke noch einen Promoter. Ich komme schon wieder der Training. Immer wieder Anrufe bei mir, der England oder Russland. Hey, Rafa, einen Kampf bei dir. 10.000 Euro oder 8.000. Ich bin nicht bereit. Ich bin nicht bereit und dann habe ich keine Zeit im Moment.
Und dann es kommt wieder noch ein Kampf, 4 Runden locker. Ich habe meine Manager, Jess, Seto Manisse, Boss in den Nord. Ich gucke bei mir und ich sage, hey Rafa, du bist ein Potenzial, dann warum du nicht trainierst, nicht kämpfst. Ich sage, nein, ich habe keine Promoter bei mir. Und er sagt, okay, arbeite zusammen. Und dann ein bisschen nach oben. Dann, letzte Jahre, ich habe 8 Kämpfe, alle gewonnen, eine Unentschieden. Und dann heute, ich habe eine große Chance, der Weltmeister. So sieht's aus. Also, die große Chance kommt nämlich am 2. April. Das können wir oder könnt ihr euch auch live vor Ort aussehen. Es gibt auf jeden Fall noch Karten. Schaut vorbei, seid dabei in der großen Freiheit 36, Boxen Norden. Los geht's ab 16 Uhr. Es gibt tolle, spannende Fights. Und natürlich der spannende quasi zum Finale um den Titel. Sebastiano will natürlich auch noch seine Weste reinhalten. Ne? Und wenn das nicht funktioniert, dann gibt es halt den weißen Riesen. Was soll's? Also, wir werden dich schon irgendwie weiß halten. So sieht eine tolle Frau aus, die mit einer tollen Stimme, sympathischen, warmen, energischen Power-Stimme zu uns ins Studio kommt. Letizia, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ich freue mich ganz toll. Es gehört nämlich dazu, das ist quasi unsere Überraschung des Abends, es gehört nämlich immer dazu, dass ein Boxer quasi seine Einlaufmusik hat. Ja, das bedeutet, jeder Musiker hat quasi, sagen wir es mal so, einen Song, das ihn repräsentiert. Repräsentieren, motivieren. Ne? So muss das sein. Und leider ist es beim Boxen so, dass jeder zweite Boxer mit Eye of the Tiger in den Ring kommt. Das verstehe ich bis heute immer noch nicht. Warum man nicht kreativ ist. Wie zum Beispiel der Caribbean Tiger. Ja, der sagt nämlich, lass uns einen eigenen Song produzieren. Und du hast, glaube ich, einen Song für ihn zusammengestellt. Ja, wir haben eine Produktion hier in Hamburg gemacht bei Bohemian Records. Und das sind zwei Jungs, das ist Fabrizio Barile und Tony Quarta und meine Wenigkeit, haben diesen Lied erstmal komponiert und produziert und für Raphael ja, zur Verfügung gestellt und zu ihm quasi ja, zugeschnitten, damit er den Kampf auch noch gewinnt, jeden Kampf. Wie heißt der Song jetzt? Der Song heißt Dandole. Heißt? Und Dandole bedeutet geben. Geben oder gib es. Und gib es ist alles. Gib es ist in deine Leistung. Geben ist in alles, was man geben kann. Gib, einfach geben. Geben, 100% geben. Ja. Ja, gut, dann hören wir uns den Song an. Die Jungs, die Homies heutzutage, würde sagen: gib's euch. So, ja, hey, das sagen die nicht, das sagen die Rapper immer nämlich. So, wir hören uns den Song an, Letizia, okay. Rocket und ich bin raus. Okay, du bist raus, du kannst hier auch bleiben, ne?
die Stimme Kubas, Letizia. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Das war cool. Ich bin auf der Puste, ja, ja. Ja, ist ja auch normal. Ja? Und jetzt musst du, guck mal, der Song dauert wie viele Minuten? 10 gefühlt. Nee, eigentlich waren es ja nur 3 Minuten. Und jetzt musst du jetzt bei den Boxern mal ungefähr 6 vorstellen. Okay. Oder 10, je nachdem, was für einen Kampf sie vor sich haben. Boah, krass, ne? Diese Zeit, dieses Intensive. Hast du was eigentlich mit Boxen allgemein noch... irgendetwas, was sich damit verbindet? Ja, sicher. Es verbindet uns natürlich die Tradition aus meiner Heimat. Kuba ist bekannt für seine guten Boxer. Und ja, ich als sagen wir, Repräsentantin der kubanischen Kultur unterstütze diese Art Veranstaltung natürlich musikalisch in jede Form. Und ich wollte auch Axiel, habe ich auch gesagt, repräsentiere und bin ich im Auftrag, auch in diesem Fall hier, über den Verein Paloma Blanca e.V., das für die deutsch-kubanische Kulturaustausch zuständig ist. Und wie gesagt, bin ich Repräsentantin und mache Musik unter dem Verein und unterstütze solche Veranstaltungen natürlich. Das heißt, was ich aber auch sehr interessant finde und vielleicht den Zuschauern mal da draußen erklären und erzählen muss, ist, das kommt nicht so häufig vor, aber du singst ja den Song für den Boxer auch noch im Ring. Im Ring. Kommt ja auch nicht so häufig vor. Und live. Siehst du? Und richtig live. Ja, richtig live. Ist nicht wie beim Fernsehen. Da wird auch live gesungen. Nein. So wie live gekämpft wird, wird auch live gesungen. Weil das kommt ja nicht häufig vor. Weil normalerweise kommt die Musik immer aus dem Off. Ja, also wird immer abgespielt. Das ist richtig. Ich weiß nicht, wie bei den anderen Künstlern oder anderen Veranstaltungen ist, wie die Einlaufmusik gespielt werden. Ich glaube schon, bei den meisten wird live gespielt. Also die großen Kämpfe oder auch wie diese hier, die Künstler präsentieren das live. Das ja, ist aber für den ist ja sogar wichtig. Ein Kampf ganz zum Schluss. Wir haben ja mehr Live-Action. Ja, gut, aber auf den Ring, ich glaube, das wird immer live gespielt. Also nicht die Musik, das ist normal von so der Künstler, wenn die Stell Künstler mal vor, stehen, immer live. Nach so vielen Jahren mal Eye of the Tiger live? Nee, das darf passieren in diesem Fall nicht. Das wäre natürlich schwierig. Nur wenn eine Person da ist, die Künstler. Was man vielleicht auch erwähnen sollte, vielleicht so als letzte, als Sahnehäubchen, ja, wenn euch die Stimme ein bisschen bekannt vorgekommen ist, weil man hört ja immer so, man hat immer alte Songs im Kopf, ja, so ein Song, wo man denkt, hey, meine Stimme kenne ich wohl. Weil dein Song, kann man sagen, der Hit schlechthin, Ra-Ding-Ding-Ding-Ding-Song. Ja. Ich liebe dieses Lied. War ja quasi. Die sieht so aus, du hörst sie so an. Escúchame, baby, te canto mi canción. And I sing it, baby, por toda la nación. Und in Oriental Night. So sieht's aus. So. Oder ich nenne es einfach den Zungenbrecher-Song. Also, geht auch. Ja. So, Letizia, ich danke dir recht herzlich. Ich danke dir Schön, auch. Dass du da warst. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Und wir sehen uns auch am 2. April. Am 2. sind wir da und machen wir Power Party in großer Freiheit, richtig? So sieht's aus. Große Freiheit, 16 Uhr. Bis dann. Suchmo, sagt die Hip-Hop-Truppe Tahribat Isyan. Also, bin ich denn schuld? Was kann ich dafür, dass ich in einer schlechten Gegend zur Welt gekommen bin? Ist so, man kann sich leider seine Kindheit und seine Zukunft nicht immer aussuchen. Manchmal hat man auch Pech und versucht dann da rauszukämpfen. Ja? Gehört ja im Leben dazu. Das Leben ist ja in diesem Sinne ja ein Kampf. Vom ersten bis zum letzten Tag. Wenn wir Babys sind, heulen wir die Ohren unserer Eltern voll, damit wir was zu essen kriegen. Und dann geht es so weiter. Bis zum Ende wird nur geheult und gekämpft. Du bist ja, was man auch vielleicht unseren Zuschauern erzählen soll, du bist... auf Domrep sogar geboren, ne? Du hast ja zuerst dort gelebt. Wann bist du nach Deutschland gekommen eigentlich? Ich komme Deutschland 2010. 2010? Ja. Ich habe 3 Monate hier und dann 3 Monate weg. Seit 2010 ja, oder ja. Vor 2010? Ja, und dann 2012 und dann bleib hier in Hamburg. Ja. Ach, du bist ja, so wusste ich, ich dachte, du bist länger hier. Ja, aber ich bin verheiratet. Ja. Das kann man jetzt falsch verstehen. Du bist verheiratet und deshalb bist du hier. Du bist verheiratet und deshalb bist du hier. Ja, meine ich ja. 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 So.
Normale Frage, Entschuldigung. Alles gut, wir sind ganz entspannt heute. Siehst du doch, ich bin schon komplett vorbereitet aufs Boxen und mental und so. Also, machen wir es nochmal. 2010, bis 2010 hast du auf Domrep gelebt. Mhm. Bist erst 2010 nach Deutschland gekommen? Ja, 2010, ich komme nach Deutschland. Dann noch mehr, ich habe hier 2 Monate. Mhm. Dann 2 Monate, 3 Monate weg, Domrep. Out, meine Kampf, dann weg. Ach, du bist quasi nur für die Kämpfe nach Deutschland gekommen? Ja. Echt? Ja. Ich bin aber so viel zu teuer. Du kannst auch gleich hier leben, ist günstiger. Weil die ganzen Flüge und so, die ganzen Kosten. Ja, ja. Aber jetzt lebst du mit Familie, glaube ich, hier, ne? Ja. Mit Kind, Familie. Ja, alles ist da hier. Jetzt bist du entspannter, hast freien Kopf. Kannst dich nur auf Boxen konzentrieren. Ich habe konzentriert auf Boxen, ja. Was, denkst du manchmal darüber nach, was passiert? Sagen wir, wir gehen nicht vom Bösen aus, ne? Aber was ist, wenn man nicht gewinnt? Denkt man darüber manchmal nach? Gar was nicht. Ist passiert, wenn man eine Niederlage hat? Ja, aber sie gar nicht. Sie. Nee. Darf man nicht dran denken? Sie. Denkt man nicht daran? Nein. Echt? Aber manchmal denke ich so, man ist ja auch nur menschlich, ja? Ja, klar. Dann sitzt du zu Hause, sagen wir, du bist nach dem Training nach Hause, okay? So. Und dann lässt du ja immer diese Dinge, die auf dich einprasseln, ja, durch den Kopf gehen. Und dann denke ich so manchmal, weil ich denke auch sehr oft darüber nach, denke, was ist, wenn das, was ich vorhabe, nicht funktioniert? Was ist, wenn ein Titelkampf, wenn man ihn vermurkst? Hört man auf? Denkt man schon so weit? Weiß ich nicht, ich frage ja nur. Ja, also es ist schon so, also eigentlich, du darfst gar nicht dran denken zu verlieren, weil das ist, also als Amateur ist es okay, wenn du mal verlierst, als Profi ist es schon, je nachdem, was für Management du hast und was für Ziele du hast, ist das nicht unbedingt gut, wenn du verlierst. Also das ist schon besser, wenn du gewinnst und du trainierst einfach auch so hart, weil du einfach nicht verlieren möchtest. Du möchtest unbedingt gewinnen, weil das ist einmal, wenn du gewinnst, sind alle bei dir und wenn du verlierst, dann ist schon, dann hast du das Gefühl, du gehst allein nach Hause, du bist allein irgendwie, das ist, also alles, was positiv ist, wenn du gewinnst, ist negativ, wenn du verlierst, hast du das Gefühl und das ist auch so ein Antrieb natürlich, ne? Das ist ein Antrieb, hart zu trainieren und im Kampf alles zu geben, weil verlieren ist nicht schön beim Boxen. Ich habe ja, bei deinem letzten Kampf war ja unentschieden, ja. Den wir im Dezember hatten auch zusammen. Da hatte ich das Gefühl, warst du sehr unglücklich. Obwohl unentschieden. Ich meine, unentschieden ist ja keine Niederlage. Also du hast ja nicht verloren. Es ist ja unentschieden. Aber trotzdem hatte ich so, als ich dich gesehen habe, habe ich so gesehen, war scheiße. Ja, ich habe meinen letzten Kampf unentschieden. Meine Gegner sind eine gute Bosse. Und dann habe ich 2 Mal Fehler. Warum? Ein Referee, ein Italiener, und wie heißt es da? Ein Gegner auch. Dann ein bisschen. Meinst du, der hat Unrecht behandelt? Der war nicht fair. He wasn't fair. Der Referee. Weil ich hatte das Gefühl, viele haben mit ihm gehadert. Also viele haben das, was du sagst, haben viele auch von draußen gesagt. Ja, ja, der Referee, ja. La, hier, das war nicht so gut. Ja, aber am Ende darfst du doch für den Referee ja nicht schuldig sein, sondern du musst ja kämpfen. Es ist ja egal, wer da ist oder nicht. Ja, es ist egal. Es ist egal. Das Problem ist, alle Fehler, dann der Referee, ey, was passiert, ist ein Kampf, der Boxen oder jetzt ist da eine, habe ich nicht. Sag du. Ich glaub, was er meint, ist, der Ringrichter, weil er auch Italiener war, ist nicht so eingeschritten, wenn der andere was gemacht hat. Also quasi, zum Beispiel, was nicht regelkonform war, genau, in dem Sinne. Genau. Ich glaube, das wollte er sagen. Ah, okay. Ja, kann ich verstehen, auf jeden Fall. Weil es dann in dem Fall ja man das Gefühl hat, dass das halt nicht fair ist. Ja, und ich glaube, jeder will nur einen fairen, sauberen Kampf. Das ist ja das, was wir immer am Anfang sagen. Fair und sauber.
Manny. Die Stimmung ist gut hier bei uns im Studio. Hey, wir haben viel zu lachen heute. Auf jeden Fall mit meinen zwei tollen Gästen. Die sind auch weiterhin an unserer Seite. Ja, zwei Boxer, die am 2. April ihr Bestes geben werden. Ja, Rafa und Sebastiano. Am 2. April ist es nämlich soweit. Seid dabei in der großen Freiheit 36. Es gibt noch Karten und die gibt es natürlich auf Eventim und an allen anderen bekannten öffentlichen Vorverkaufsstellen. So, für den 30er seid ihr dabei. Ihr könnt auch gerne hier bei uns Karten holen. Wir sind auch eine offizielle Vorverkaufsstelle, 40 Euro. Ja, was ein 10 Euro Vorverkaufgebühr. So, und wenn ihr zwei kauft, für 90. So, orientalischer Service. Lach nicht, von irgendwas muss ich leben, ich muss Döner kaufen. Hamburg 1 reicht doch nicht. Hamburg 1, ja. Wenn ich bei Hamburg 1 Millionen verdiene, dann gebe ich Tickets für lau auf meinen Nacken. Dann mache ich das alles for free. Ach man, ich freue mich wirklich auf den Cup. Wie sieht die letzten Wochen der Vorbereitungsphase aus? Was musst du jetzt in den letzten drei Wochen noch machen? So jetzt, worauf achtest du noch? Hast du dein Gewicht schon? Nee, habe ich. Wie viel fehlt? 4 Kilo unter. Du musst? 4 Kilo, ja, unter. Du musst noch 4 Kilo runter? Ja. Du verarschst mich gerade. Ehrlich jetzt? Nee, alles gut. 4 Kilo in 4 Wochen? Ja. Digga, wenn du das schaffst, ne? Sag Bescheid, ich will es auch machen. Ich habe 3 Kilo. Ich will auch, ich will schon seit Wochen abnehmen. Ich krieg das nicht gebacken. Aber das ist alles möglich. Das ist meistens Wasser. Du bist schon schlank. Ich habe 3 Kilo unter in einem Tag. Ja. Ich. In einem Tag? Ja. Aber dann ist es wirklich nur Wasser. Ja. Du schwitzt ab und. Wenn ich einmal Training, guck mal, wenn ich einmal Pipi mache, 2 Kilo weg. Nein. Du kannst Wasser und dann keine Pipi. Dann Training und dann eine Klamotte, eine Jacke. Ja. Stimmt, du musst hier laufen. Deshalb sehe ich das, ne? Die Boxer in der Endphase haben 3, 4 Jacken und dann gibt es. Genau, dieser Schutzanzug, den habe ich mal gesehen beim Boxer. Ich dachte, hier, ey, das ist unglaublich. Ja, das Problem ist, das musst du auch, ne? Ja, ja. Aber ist das nicht so, dieser Druck, ist der nicht zu viel? Nee. Weißt du, der ist enorm, aber du musst ja durch. Wir sind das gewohnt, immer so quasi durch die Hölle zu gehen. Aber dann am Ende, wenn du dann gewinnst, dann freust du dich, dann ist alles andere egal. So. Krass, also an einem Tag 3 Kilo. Yeah. Wow, okay, das ist Respekt. Das heißt aber für dich, du darfst nur trinken, ne? Nee, wahrscheinlich darfst du gar nicht essen. Keine Essen, ja. Ein bisschen. Local, ein bisschen. Yes. Und keine Kohlenhydrate, ne? Kein Döner? Nein. Kein Döner? Nein. Baba, dann bist du schon tot. Ja. Wenn du kein Döner isst, dann bist du tot. Das ist genau wie wenn ich im Italiener sage. Es spielt zwei Döner ist okay. Ja, es spielt. Ja, nach dem Kampf geht alles. Ja. Ne? Das ist so, wenn du im Italiener sagst, ist keine Pizza. Ja, Nudeln, Pasta. Ja, leider ist es so. Ist ja bei dir so. Aber ne? Danach haust du dann umso mehr rein. Und dann musst du wieder abnehmen. Das ist immer das Gleiche. Ja, aber das ist doch voller Jojo-Effekt die ganze Zeit. So. Das ist das Leben eines Boxers. Ja, ist kein Zuckerschlecken, ne? Habt ihr euch selber ausgesucht? Nur nach dem Kampf. Ja. Leider, ja. Ja, kannst du ja noch nicht mal beschweren. Fußballer werden sollen. Ja. Genau. So sieht's aus. Viel trainieren, viel machen. Mhm. Das heißt, du hast Urlaub und du hast du genug Zeit zum Trainieren so nebenbei? Momentan ja. Ich habe Gott sei Dank gerade Semesterferien und das passt ganz gut. Aber sonst muss ich auch während ich studiere und arbeite trainieren. Also. Trainiert ihr eigentlich auch zusammen oder? Ja. Ah ja, okay. Also ich dachte vielleicht, weil ihr zwei unterschiedliche Personen seid, dass man auch getrennte Trainingseinheiten machen muss oder so. Es gibt Einzeltraining, aber so in der Gruppe trainieren wir immer zusammen im Hammerbrook Gym bei Koren Gebor. Ja, natürlich. Und lieben Gruß an Koren von hier. Ne? Ja. Ich hoffe, er schaut zu. Du siehst, deine Jungs sind motiviert, sind entspannt. Koren, der hat einen Döner gegessen vorhin. Ne? Ja. Immer so viel Info. Wo ist denn er? Der hat einen Döner gegessen vorhin. Oh. Ich steck noch nach Knoblauch hier. Nur zur Info, ich hab's gesagt. Ich bin aber schlimm, ne? Ja. Ich bin schlimmer als die Mafia, du siehst. Ne? 50 Euro, ja, ich bin ruhig. Euro, 50 Euro, ich bin ruhig. So, die Jungs sind bereit. Wir spielen den letzten Song des Abends. Aber an dieser Stelle vielleicht noch mal der letzte Aufruf hier aus dem Studio. Wenn ihr Lust habt, seid dabei. Ja, am 2. April, wir sind dabei. Ich bin auch im Ring mit dabei. Ich freue mich. Wirklich auch wieder mit Moderation die beiden Jungs zu unterstützen. Ja, wenn ich dann in der Ecke stehe und sage,
Unsere Ecke ist die blaue Ecke. Rote Ecke ist unsere Ecke. Ne? Rot, ja, begrüßen mit uns in die roten Ecke, meine Damen und Herren. Aus Hamburg, den Lokalmatador. Ja, mit einer reinen Weste, 8 Kämpfe, 8 Siege. Begrüßen mit mir recht herzlich Sebastiano, the Italian Stallion. Sicilian Stallion. Der nächste Clip, bitteschön. Und weiterhin an unserer Seite Sebastiano und Rafa. Ja, Raphael. Nee, das mache ich dann an dem Tag. Ich habe vielleicht was Neues für ihn. So, sag mal, hört ihr mich eigentlich, wenn ich euch anmoderiere? Ja, ich habe das immer im Kopf. So, wenn ich mich vorbereite auf meinen nächsten Kampf, habe ich schon immer im Kopf, dass du mich aufrufst und dann die Stimmung hochgeht und so. Also, du bist immer in meinen Gedanken. So. Oh, das ist mal ein schöner Satz zum Schluss. In seinen Gedanken. Sag das nicht zu laut, man kann das missverstehen. Nein. Also ehrlich, ich dachte, weißt du, was ich immer dachte? Boxer sind so fokussiert, die hören und sehen nichts. Dachte ich immer, deshalb frage ich. Es gibt sowas, aber bei mir ist immer alles locker und dann boxe ich auch besser. Hörst du mich? Ja, ja. Immer? Ja. Freust du dich? Alles. Ich hole. Du hörst das? Ja. Beim nächsten Mal will ich beweisen, dass du hörst, ne? Okay. Wenn du in den Ring kommst, kommst du zu mir und umarmst mich. Okay. Gut. Das könnte man jetzt falsch machen. Ja, ja. Ach, wir werden viel Spaß haben. Also, ihr seht, dass wir hier Boxen im Norden schon eine gute, zusammengeschweißte, eingewärmte Familie geworden sind. Kann man ja hier erkennen, glaube ich. Und deshalb freue ich mich auf den 2. April. Ja? Und ich freue mich und ich hoffe, ich drücke auf jeden Fall dir die Daumen, Sebastian, und dass du deine reine Weste hältst. Dankeschön. Und dass du den Titel holst. Dankeschön. Ja, deine nächsten, du hast ja schon welche. Deshalb wird Zeit aber für den Kracher-Titel. Okay. Versprochen? Promise? Ja. Promise. Okay. Abi, drück doch nicht, ja, Hand kaputt hier. Okay, locker. Locker. Ich bin doch kein Boxer, ey. Danke dir. Ja, danke, Bedo, für die Einladung. Na, als Hamburger, ich kenne ja deine Show, viele Prominente hier schon gesehen und danke, dass du uns eingeladen hast. Ich danke euch. Und euch da draußen wünsche ich natürlich ein schönes Wochenende. Und falls ihr Interesse haben solltet, seid dabei. Wie gesagt, Sonntag. Boxen im Norden findet immer Sonntag statt. Also, erzählt mir nichts, ihr habt was zu tun. Sonntag ist Freetag, da hat man nichts zu tun. Yes. Also, Sonntag, 16 Uhr, 2. April, schaut vorbei. Vorverkaufskarten gibt es genug. Mhm. Wir freuen uns auf euch. Und wenn ihr euch spontan entscheiden solltet, kommt direkt in die große Freiheit 36. In diesem Sinne, schönes Wochenende und tschüss. Ciao. Tschüss.